Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Richard Gerlach. Ein Uhu-Küken wächst auf. Einmal hörte der Förster an der Waldschlucht ein klägliches, helles Geschrei. Nach kurzem Suchen hielt er einen kleinen Federball in den Händen. Ein Uhu-Küken war aus dem Nest gefallen. Er nahm den in hellen Flaumen wie in einen Pelz gehüllten Zwerg mit nach Hause und setzte ihn im Garten in einen Käfig. Einen halben Tagesmarsch vom Forstgarten entfernt konnten die Uhu-Eltern die Stimme ihres Kindes schwerlich gehört haben. Aber Tiereltern besitzen wunderbare Fähigkeiten. In den ersten Monaten hatte der Förster wenig Mühe mit der Aufzucht des Findelkindes. Nachts kamen die Uhu-Eltern bis zum Käfig geflogen und brachten Atzung. Einen Eichelhäher, zwei Feldhühner, einen Fasan, drei Stare, eine Nachtschwalbe, zwei Krähen, ein Eichhörnchen, einen Hasen, zwei Wildkaninchen und zahlreiche Ratten und Mäuse trugen sie im Laufe eines einzigen Monats heran.